Willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Star Fox 2 Saurian. Wir können irgendwie nicht mehr einpulsen, diese Satellitenschüsse. Also machen wir einfach weiter. Hallo Zack, was willst du? Ihr seid spät dran. Mich hat gerade jemand vom Fernsehen angerufen. Moment, wird's so. Achso, das ist ein Ausloch Mess. Aber trotzdem. Jeder von uns 25 Konnex. Und warum? Ich will deine Wutgranate oder wie auch immer das da oben heißt. Und diesen Squall unter der Wutgranate, den hatte ich sowieso nie irgendwie gecheckt, die Karte. Ich glaube, ich hatte sie nur einmal. Boah, schluck auf. Naja. Vom Fernsehen? Und das ist wahrscheinlich der vierte Bruder da. Ja, ich hatte ihn in Messhausen getroffen. Meine ich ja. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe tolle Neuigkeiten. In WhatsApp. WhatsApp! Sagen Sie, ist jemand vom Himmel gefallen? Du meinst... Ja, genau das gleiche, das mir in Loch Ness passiert ist. Ich denke, das war ziemlich sicher entweder Sonja oder Bud. Oder Bud oder Sonja, oder... Vom Himmel fallen. Wenn man nicht gerade im Wasser landet, so wie Zack, müsste man tot sein, oder? Oh Mann. Dann auf nach WhatsApp. Wie genau kommen wir da hin? Keine Ahnung. In der Zackpedia steht nichts über WhatsApp. Ich glaube, die Zackpedia wurde nur von dir erstellt und wenn du nichts weißt, dann keine Ahnung. Wenn wir Infos über ein anderes Land brauchen, sollten wir zu Herrn Suther gehen. Lass uns hören, was Herr Suther dazu zu sagen hat. Wenn er uns nicht gerade zulabert mit Hoch, das war wieder so schön damals und so, ne? Damals, das Surfen, große Wellen und wow und... Hast du was zu labern? Also gut. Du willst, was über WhatsApp wissen? Kumpel, WhatsApp ist, ein kleines Land südlich von Ethiopia. Also, als ich noch jung war, bin ich immer nach WhatsApp gefahren. Ihr, wisst, warum mein Nachname Suther ist, ja? Weil ich in allen Ländern im Süden gewesen bin. Ich liebe die Straßen der Sonne und schön gebräunte Haut. Es ist einfach wunderbar dort. WhatsApp ist eine wunderschöne Natur. Das ist das tropische Paradies, Kumpel. Die perfekte Umgebung für unzählige wilde Abenteuer. Einmal. Er konnte mal wieder nicht aufhören. Wie immer. Ja. Obwohl es erst das zweite Mal ist und ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken. Also. Egal. Ja. Ja, aber ich finde seine Geschichten spannend. Wer hätte gedacht, dass Johnny jemals so aus sich herausgehen würde? Was? Erinnere mich nicht. Sonst kommen mir wieder die Tränen. Worum geht's? Wir haben was verpasst. Na, selbst ich muss es zugeben, dieser Typ ist wirklich ein Mann. Okay, wenn es von Mega kommt, muss das eine Geschichte gewesen sein, ne? Seid ihr Jungs fertig? Ja. Macht euch bitte fertig, da wir jetzt wissen, wo WhatsApp liegt. Gio, du hast noch keinen Pass, oder? Ja, ja, schon verstanden. Wir reisen mit derselben Möglichkeit wie vorher. Kannst du den gleichen Weg nehmen wie nach Loch Ness? Ja, das kann ich, denke ich. Ja, meine Güte. Okay, dann sehen wir uns dort, dich dort. Zack, mach dich fertig. Wir gehen. Ja, Euer Hoheit. Sie ist keine Prinzessin, sie ist eine Präsidentin. Oder so. Naja. Da guckt dann. Und jetzt können wir natürlich wieder die Satellitenschüssel benutzen. Können wir dorthin genauso reisen wie nach Netopia? Warum denn nicht? Komm, lass uns gehen. Sonja und Bud warten vielleicht auf uns. Ich weiß, du möchtest sie möglichst schnell sehen. Aber es ist spät und du solltest dich ausruhen.
Die Dinge zu überstürzen bringt keinem etwas. Es reicht völlig, wenn wir morgen aufbrechen. Okay, du hast recht. Okay, morgen also. Ja, und ich werde jetzt nicht versuchen, ob ich jetzt schon in die Satellitenschüsse eintreten kann, wenn wir diesen Weg sowieso gehen müssen. Wir wollen nämlich immer noch zuerst nach Loch Ness. Ich will nämlich Plesios Surf und so. Und hey Mutter, ich war im Ausland. Dazu sagst du nichts. Ja, wir schlafen. Natürlich wollen wir speichern. Und gibt's wieder einen komischen Traum? Nein, das Opert ist ja jetzt bei uns und so. Bist du bereit, Kleiner? Yep. What's up? Oder nichts? Benutze einfach die Satellitenschüssel wie nach Netopia. Ja, ja, chill. Also gut, los geht's. Und woher kommt die Mail? Schluck auf die Scheiße. Hey! Willkommen beim nächsten Große Welle Newsletter. In dieser vierten Ausgabe erzähle ich euch etwas über den Allesfresser. Was? Ihr kennt den Allesfresser nicht? Komm zum Laden und nimm dir einen mit. Ich mache auch einen guten Preis. Mit dem Allesfresser könnt ihr die ganze Reihen vom Spielfeld fegen. Oh. Aber der Allesfresser ist nur für Duelle gedacht. Ihr könnt mit ihm bis zu 2 Reihen auslöschen. Er hält 3 Züge. Bla 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 bla. Mein Gott, der Typ kann labern. Ja, diese Karten für Duelle werde ich nicht holen, weil ich eh keine Duelle machen werde. Und hier ist das Einputz. Zwar nicht wie im ersten Teil im Park. Nein, vor meiner Haustür. Wie kommen die Wellenlöcher eigentlich jetzt zu anderen Orten? Wie dem auch sei. Item. Gib mir Geld. Mann. War ja so klar. Na, jetzt müssen wir uns den Weg verschaffen, wie wir. Naja, der Ultra Blazer hat es auch getan. Aber naja. Jetzt dürfen wir uns wieder alles angucken, wie wir so schön nochmal zum Loch Ness gehen. Eisstufe. Jetzt will ich es euch zeigen. Eisstufe. Kettenblase. Moment. Ja, gut, ist eingefroren. Aber keine doppelte Schaden mache ich. Mein nicht. So, wir haben aber jetzt eine Sense. Sense 1. Ja gut, toll. Deswegen ist die auch schwach. Aber naja, komm. Gut, haben wir jetzt noch eine Grasstufe. Dafür habe ich es eigentlich nur gemacht, weil wir Feuer und Wasser haben. Ich renne da auch noch rein. Das ist super, wie ich da immer reinrenne. Aber wenigstens bekommen wir Zennies. Oh Gott, das wird ein Spaß, da wieder hinzulaufen. Ja, jetzt können wir endlich zur Himmelswelt. Mein Gott. Eben war das nur, ja, das ist eine Satellitenschüssel. Ich glaube, hier geht's an. Nein. Nö. Gut, dann gehen wir einfach mal. Oh Gott. Hey da. Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich nach Horsab komme? Ja, Horsab ist weit von Messhausen entfernt. Diese Kultur kann für ein Herz das erste Mal schockierend sein. Danke. Gut, drauf geht's. Also wir müssen auch selbst in die Richtung Messhausen. Das passt doch irgendwie, wenn wir da vorher zuerst nochmal vorbei wollen. Nech. Gut. Ich würde sagen, tschüss und tschüss. Und nochmal tschüss. Jep, jep. Zennies sind immer gut. So. Wo ging's lang? Ich weiß es nicht mehr. Ich kenne mich in diesen Weltallstraßen nicht aus. Andere Weltallstraßen kein Problem. Aber diese Weltallstraßen keine Chance. Also ehrlich. Eins, zwei, drei, vier. Ja, der eine bekommt nur einen ab. Ey! Ich wollte nicht aufladen, verdammt. Oh Gott. Jetzt können wir auch im Zweifachstamm können wir eine Reihe so benutzen. Warum nicht im normalen Saurier-Modus?
So. Zu kotzen. Naja. Kämpfe über Kämpfe. Stirb einfach. Ich hätte mich heilen sollen. Aber egal, stirb. Da stirbt einer nicht. Dumm. So. Puffblase. Warum nehme ich die in diesem LP eigentlich nicht mehr rein? Ach so, ja. Gut, das war einfach nur zum Transport. Sind wir schon da? Kann doch irgendwie nicht sein. Gut. Hier lang. Oder was war hier? Wow. So. Und so. Ich hätte warten sollen, bis vielleicht drei in einer Reihe sind. Jetzt halt so. Da! Bleib doch einfach da, wo du bist! Mein Gott, zum Glück ist er wieder zurückgekommen. Angriff 1. Ich glaube, hier sind wir falsch. Nein, 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 das kommt mir bekannt vor. Okay. Nehmen wir den doppelten Schaden einfach mal. Ist viel einfacher mit Puffblase, die sich sowieso erstmal wieder zusammenfügen muss. Puffblase, jetzt haben wir drei Puffblasen mindestens. Na komm. Item, Item, gib mir Item. Roulette. Ich glaube, die Reihenfolge war das. Warum heile ich mich nicht zuerst? Keine Ahnung. Und wieso benutze ich eigentlich ein Graspanel, wenn ich keine Feuerattacken habe? Ja, komm. Du bist tot. Dann kann ich mich heilen und dich an den anderen vernichten. Mein Gott, das Dark Phantom jetzt auch mal treffen tut. So. Nicht weg. Geh. Ich will Zennys, verdammt. Ich brauche die Waffe Zenny vielleicht. Sowas von. Puffblase 1. Jetzt haben wir ja noch ein paar mehr. Da müsste jetzt theoretisch ein Item sein, da gehe ich aber nicht nochmal nachgucken. Und toll. Es ist so unnötig, dass wir ständig diese Pendel zu bekommen. Aber wie dem auch sei. Zack. Aua. Zack. Keiner ist tot. Beide 20. Ey! Nervst. Ach Mann. Lad deinen Schuss auf. Bumm. Jetzt hat er den Schuss noch bekommen. So. Heilen wir uns. Stück. Muss mich ja noch erlöschen. Wenigstens bekomme ich Zennys. So. Ich würde sagen, ich will in diesem Part noch bei Loch Ness wieder ankommen. Oder sag mir jetzt bloß, ich bin nicht bei Loch Ness. Sag mir das nicht, Spiel. Ich warne dich. Ich warne dich, Spiel. Sag mir, dass das Loch Ness ist. Sag es mir. Komm schon, Zenny ist nur gut. Ja, Moment. Hier Bauarbeiten, sie sind öffentlich. Hier geht es dann halt weiter zu Wasab. Aber wir wollen ja Loch Ness. So. Was wollte ich hier nochmal nachgucken? Was wollte ich hier? Genau. Auspulsen erstmal. Ist ja sowieso nettig der Weg noch mit Zwischenkämpfe. Ich will nämlich jetzt mal gucken, wo man gegen Plesios Surf antritt. Ach, hier ist auch der Typ. Kein Wunder, warum ich das zweite Mal hier nicht war. Lieblingsessen, Jambalaya. Oder so. Hallöchen. Hallöchen. Ich heiße Kid Griff. Ich bin hier auf einer Trainingsreise. Ich spüre, dass du... da fehlt eine Leertaste. Du eine enorme Kraft ausstrahlst. Du kannst nicht zufällig Wellenänderung durchführen. Moment, ersten Teil kennst du, zweiten Teil kennst du und der Typ, wer ist das? Ich würde so... Ich würde mal einfach mal so dazwischen mein Gamepad hängt und... Hey! Unterm Stuhl fest. Egal. Woher wusstest du das? Weil ich es auch kann. Ich werde zu Kung Fu Kid. Wow. Ich werde mal so sagen, der Kampf ist für mich total blind. Ich
habe mich immer gefragt, hä, wo kann man gegen ihn kämpfen? Nie gesehen. Wenn ich es tue, werde ich zu Mega Man. Mega Man? Du meinst den Andromeda besiegt hat? Yep. Oh mein... Holy shit. Ich trainiere hier bei Messibucht. Wenn du einverstanden bist, würde ich gerne mal gegen dich kämpfen. Komm einfach vorbei, wenn du Lust hast auf einen Kampf, Lust auf einen Kampf hast. Okay. Also, ich würde sagen, jetzt erstmal die Planung für demnächst. Ich werde hier mich nach Plesiosurf hier unten. Hier unten im Wasser nach angucken. Moment mal, wie kommt man jetzt eigentlich wieder ins Wasser? Waren wir hier drinne? Ach, da gehe ich nochmal rein irgendwann. Wenn ich sie vergesse. Nämlich hier runter. Geht's hier runter? Geht's hier noch runter? Ja, waren wir da schon? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, da waren wir schon. Da. Nicht runter. Okay, auf jeden Fall Plesiosurf Battle Card will ich holen. Dann will ich Kung Fu Kid mal besiegen. Das wird für mich blind und das ist ein Teil hier im ganzen RP jetzt schon. Einpulsen wollte ich. Und auf jeden Fall suche ich dann nochmal Yeti Blizzard auf. Ja, das tun wir demnächst, bevor wir jetzt erstmal nach Wasser gehen. Nein, wir machen hier nur und gehen dann nach Wasser. Das wäre wieder ein Umweg zurück. Das hätte ich vorher machen sollen. Oh mein Gott. Ach, da ist der Bombeleiser. Naja, gut. Nee, ich will nochmal kurz runter und dann den Part beenden. Was gibt es hier denn so Schönes? Angriffspanel. Plasmagun. Du stirbst. Vielen Dank. Nein! Was? Kein Schaden? Okay. Dann würde ich sagen... Mann, geht das weit runter. Weit nach unten. Da ist ja schon wieder ein Goldauge. Was total nichts hier zu suchen hat. Bewegt euch. Scheiße. Hör auf zu fallen hier. Okay, du stirbst. Hoffe ich mal. Nicht bewegen. Vielen Dank. Jetzt bist du tot. 260 HP hast du nicht mehr. Warum ich hier trotz Wassergegner wieder Dinosaurier-Ding habe. Wow. Sternkarte 2. Dann würde ich sagen, rüste ich jetzt. Wo bist du? Plasmagun. Gegen Kettenbasis Stern 2 Karte aus. Würde sagen, tue irgendwas an Favoriten. Ich weiß nicht was. Nehmen wir noch eine Heilung. Kann man ja nicht genug von haben, falls mal Heilung kommen sollte. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal, bis dahin viel Spaß und tschüss. Ich suche offscreen unter Wasser Plesiosurf auf. Das kann ich machen.